Ja, Herr Friedrich, heute sind wir beim TÜV. Ihr wisst ja, nach einem Jahr musste Günni wegen der Tageszulassung wieder zum TÜV. Gilt ja nur ein Jahr statt zwei Jahre. Sonst hätten wir uns den Spaß heute sparen können. Er kostet auch 145 Euro, der TÜV heute. Die machen Bremstest. Ich habe mir jetzt alles so auf bzw. hingelegt. Aber ich glaube, da sitzt am Fußraum die Teppiche und so. Aber die Jungs machen jetzt nicht allzu viel dreckig. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Wir dürfen aus versicherungstechnischen Gründen den Günni nicht selber reinfahren. Die machen nämlich gerade Bremstest. Die machen da schon auf. Soll ich mal die Schlüssel geben? Camperfreaks, das war's jetzt beim TÜV. Wir mussten auch gleich rausfahren jetzt. Ich habe die Tanja jetzt noch kurz zu Hause abgeladen, in Anführungsstrichen. Und jetzt bin ich auch wieder an der Garage. Gleich kommt der Günni rein. So, sorry, aber heute geht's mir nicht so dolle. Hab's heute ein bisschen mit dem Kreislauf, muss ich sagen. Keine Ahnung, mit dem tollen Wetter hier bei uns. TÜV hat alles geklappt, war überhaupt kein Thema. Der Herr wollte aber natürlich nicht gefilmt werden. Haben wir auch natürlich Verständnis und wird auch nicht gemacht. Den folgen wir auch dann. Wir erwähnen das ja auch immer dann und fragen, hey, wollen Sie auf YouTube oder nicht? Und meistens ist die Antwort, nein, wollen wir nicht. Und das ist auch für uns völlig in Ordnung, wisst ihr ja. Und TÜV war überhaupt kein Thema. Eine halbe Stunde haben wir gewartet. 145 Euro, hatte ich ja schon erwähnt. Ja. Gut, wie gesagt, ein Tipp von mir, wenn ihr eine Tageszulassung habt, neues Fahrzeug, habt ihr nur ein Jahr, dann würde ich mit dem Händler, Wohnmobilhändler mal kurz sprechen, wie ihr das dann geltend machen könnt, weil es ist ja ein bisschen doof, fahrt ein neues Fahrzeug und habt nur ein Jahr. Wir haben das mit Sun Mobile Cars anders gelöst. Da gab es einiges, was damit, verrechnet worden ist. Deswegen ist es für uns überhaupt kein Thema gewesen. Wir haben uns einfach nur gewundert, dass wir nur ein Jahr TÜV hatten. Aber gut, so ist es halt. Und das haben wir jetzt korrigiert. Ansonsten wurde Günni heute Morgen auch von uns ausgeräumt komplett. Der geht nochmals in die Werkstatt, jetzt nicht zu Sun Mobile Cars, nach Markt Indersdorf. Das war uns jetzt ein bisschen zu weit, weil wir wollen ja gleich durchfahren, danach weiter nach Griechenland. Deshalb machen wir das hier bei uns in der Rhein-Main-Region, bei Hüttel. Und hat auch nichts mit Sun Mobile Cars zu tun, sondern einfach nur ist dem geschuldet, dass wir hier in der Nähe sind und dass da noch einige Sachen gemacht werden muss, wie zum Beispiel der Spiegel hinten, der ist angelaufen. Wir wissen nicht warum, wird aber ausgetauscht, ist überhaupt kein Thema. Und natürlich auch die Folien auf beiden Seiten, die hatten wir schon von vornherein. Jetzt haben wir sie endlich, die Folien. Und natürlich unser Schubladenthema, das muss auch noch gemacht werden. Ansonsten, ja, noch zwei, drei Kleinigkeiten, jetzt nichts Besonderes. Und dann ist der Günni endlich dann, denke ich mal, auch fertig mit dem Ganzen, weil das geht ja jetzt seit knapp einem Jahr jetzt, seit über einem Jahr so rum, ist ja ein Jahr geworden jetzt, am 1. Mai und dann sollten auch alle Teile beisammen sein und wie gesagt, ganz wichtig ist uns aber das Schubladenthema, die wurde nämlich schon zweimal repariert und jetzt beim dritten Mal hat Knaus scheinbar eine Lösung gefunden, weil das Schubladenthema ist ein gängiges Knaus-Problem, also hat nichts mit dem Günni zu tun, sondern die haben da einfach ein Thema mit der mittleren Schublade. Und jetzt haben sie das endlich, denke ich mal, in den Griff bekommen, hoffe ich, so dass sie nicht mehr rausfliegt. Sie fliegt einfach nur raus, mehr passiert da auch nicht, es gab keine Beschädigung oder so. Hab auch richtig geguckt hier, fast schon mit dem Mikroskop, ich hasse Kratzer nämlich, oder Beschädigung oder Dellen oder sonst irgendwas. Günni wird ja irgendwann verkauft und die Neubesitzer sollen ein neuwertiges, darauf lege ich sehr viel Wert. Egal, was man bei mir jetzt kauft, persönlich, es wird ein Top-Zustand sein. Sonst alles andere, alle anderen Mängel würden wir ja natürlich wahrheitsgemäß ja auch noch kundtun. Muss halt sein. So, ich versuche jetzt mal, ich hoffe, ihr seht mich noch so, genau, weil ich habe jetzt das iPhone hier, nicht die Kamera, nicht die GoPro oder so. Wenn er verkauft wird, ich hatte jetzt letztens vor einer Woche war das, entweder war das auf YouTube oder auf Instagram, ich weiß es nicht mehr, wurde die Frage gestellt, ihr habt ihn ja immer noch und nicht verkauft. Ja, lieber entweder Instagramer oder YouTuber, je nachdem, wo du uns folgst.
Ja, das stimmt. Wir haben ihn nicht verkauft, weil wir gesagt haben, wir wollen 105.000 Euro dafür. Ihr dürft nicht vergessen, Güni, hier der Knaus Vent TI Vensation 640 MEG kostet 91.000 Euro in der Basis. Passant Mobicars, so wie wir ihn jetzt auch konfiguriert haben, mit zum Beispiel bündigen Fenstern hier, Fensterflächen hier links und rechts natürlich, hinten auch mit zwei Fenstern, dann natürlich mit der Tür, mit Fenster und noch ein paar andere. Klimaanlage haben wir ja auch noch hier drin. Also jedenfalls, so wie der Güni dasteht, kostet 91. Plus nochmal das, was wir eingebaut haben von über 20.000 Euro, liegen wir bei 105. Der Preis hat sich natürlich jetzt nochmal, wenn wir ihn verkaufen sollen, würden jetzt nach Griechenland, würden wir so, ja, ich denke mal so roundabout 110.000, 115.000 Euro haben wollen. Bestimmt ein bisschen weniger dann vielleicht auch, weil wir haben dann bestimmt 35.000 Kilometer, aber das interessiert mich nicht. Wir haben hier ein Dieselfahrzeug und wer da die Kilometer zählt, wie gesagt, wir sind Neucamper seit einem Jahr, aber was Diesel betrifft, da kann mir keiner die Butter vom Brot nehmen. Da weiß ich, da ist Diesel Kilometer ist Pups egal, auch wenn er AdBlue schluckt. Weil ein Diesel, der hält bis zu 300.000, 400.000 Kilometer. Das ist überhaupt kein Thema für einen Motor, für einen Dieselmotor vor allem. Also von daher spielen die Kilometer keine Rolle, sondern einfach nur, hey, wie ist der Gesamtzustand des Fahrzeugs, wie ist die Karosserie? Das alles spielt für mich eine viel, viel wichtigere Rolle bei einem Dieselfahrzeug als jetzt die Kilometer. Die Kilometer interessieren mich kein Meter, sondern mich interessiert alles andere. Wenn ihr das anders sehen solltet, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, warum, weshalb, würde mich mal echt interessieren. Und ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren, aber wie gesagt, mit Diesel habe ich so meine Erfahrung gemacht, die letzten zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte sogar. Habe Familie ja in Griechenland, die fahren nur Diesel. Und da haben wir sogar ein Fahrzeug, ein Mercedes-Benz aus den 40er Jahren, ist ein Dieselfahrzeug. Und der hat schon die 300.000 Kilometer, also da geht noch nicht mehr der Kilometerzähler mehr. So viele Kilometer hat er schon auf dem Buckel. Und immer noch der Erstmotor. Klar, man sagt jetzt, okay, das ist ein alter Motor, damals auch hier, richtig, aber stimmt nicht. Das Einzige, was bei den neuen Dieselmotoren der Fall ist, natürlich das blöde AdBlue, finde ich nicht gut, bin ich auch kein Fan von, bin ich ehrlich. Nervt einfach, dass man alle 20, oder nee, alle beim Güni sind es, glaube ich, alle 15.000 Kilometer, doch 15.000 sind es, muss man das Zeug dann wieder nachfüllen. Was es der Umwelt bringen soll, weiß ich jetzt nicht. Wir in Deutschland, wir bauen die besten Dieselmotoren der Welt. Sauber bis zum Get-No. Ich würde jetzt klar meinen Rüssel jetzt nicht dran halten. So gesund ist es auch wieder nicht. Aber ich finde, das ist alles noch erträglich. Und wie gesagt, das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, warum wir Güni noch haben. Wie gesagt, 105.000 Euro wollte damals keiner hergeben für den Güni. Ist auch nicht schlimm. Kein Thema. Und wenn wir dann verkaufen sollten, dann werden wir uns aber auch wieder in diesen Regionen befinden. 105, 110, vielleicht auch 115.000 Euro. Weil ihr dürft nicht vergessen, wir haben hier ganz viele Extras reingebaut in Güni. Und die sind klasse, die braucht man auch. Zwei Lithium-Ionen-Akkus hinten. Zwei Solaranlagen oben. Dann noch natürlich unsere WLAN-Antenne mit WLAN-Router und so weiter. Was haben wir noch? Natürlich die Loderreifen, Felgen. Dann haben wir hier noch die MAN-Alufelgen plus noch die Reifen dazu, die neuwertig sind. Die haben wir wirklich nur für Holland und einmal kurz Schweiz benutzt. Und ansonsten liegen die ganze Zeit bei uns in der Garage rum. Also von daher, die gibt es vielleicht noch on top. Aber wir spekulieren, beziehungsweise wir liebäugeln auch, wieder aber mit einem MAN. Also es wird wieder ein MAN TGE werden, weil ich liebe MAN. Also ich bin ein richtig großer MAN-Fan geworden mittlerweile. Ich finde die Motoren klasse. Ich finde auch, ich war jetzt bei drei MAN-Werkstätten und einmal Wiesbaden, einmal Frankfurt und einmal in Mainz. Und ich muss sagen, die waren alle top. Und das Tolle ist auch bei MAN, du hast 24/7, also egal wo auf der Welt, du findest eine MAN-Werkstatt, beziehungsweise der MAN-Werkstatt findet dich. Heißt also, wenn du eine Panne hast, kommen die dann nicht ADAC oder so ein Gedöns, sondern dann kommen wirklich die Fachleute für dein Fahrzeug und helfen dir dann auch gleich. Und von der Qualität 180 PS, also ich bin hellauf begeistert. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich einen Truck MAN oder so sehe, das sind ja auch die meisten, die da draußen rumfahren, also gefühlt würde ich sagen, ist das die Nummer 1. Danach kommt Scania und danach kommt Iveco und dann erst Mercedes. Sind es einfach nur klasse Fahrzeuge. Und deswegen werden wir wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf MAN zurückgreifen. TGE, 180 PS. Diesmal aber, wenn möglich, ein 4x4-Fahrzeug.
nicht nur Vorderrad, sondern ich möchte gerne 4x4. Und natürlich kommen da wieder die Loderreifen, die Delta-Felgen. Und da müssen wir halt sehen, ob wir die dann abgeben mit, wenn wir sie dann verkaufen, mit dem Günni. Oder ob der Neukäufer dann halt einfach die neuen Reifen kriegt. Plus die Alufelgen von MAN. Und da werden wir uns schon einig. Aber wie gesagt, und ganz wichtig, wahrscheinlich wird es dann Kastenwagen, weil es einfach für uns ja von der Breite her und einfach vom Komfort her, streicht das mal weg, aber wir brauchen diese Breite nicht. Also uns reicht auch ein Kastenwagen, deswegen wird es wahrscheinlich ein Kastenwagen, müssen wir dann aber mal schauen. Aber wie gesagt, noch haben wir Günni, wir lieben Günni und vielleicht kommt es auch ganz anders und wir behalten ihn noch länger, aber irgendwann verkauft jeder sein Wohnmobil. Es gibt immer so Phasen eines Wohnmobilisten, das habe ich auch bei anderen YouTubern schon beobachtet, wo man dann sagt, hey, war eine schöne Zeit, aber jetzt wollen wir von dem Teilintegrierten mal runter und holen uns einen Kastenwagen oder einen Vollintegrierten oder gleich hier war es super duper so ein Bus halt und bauen den aus oder gleich so ein Morelo geht ja auch. Also von daher, alles ist möglich. Aber ganz wichtig, der nächste, egal was es wird, wird eine Anhängerkupplung haben. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen nämlich immer unser ATV dabei haben. Ihr wisst ja, wir sind riesengroße Fans geworden, was ATV betrifft. In Griechenland gesehen, gleich gekauft dann hier in Deutschland und hat mich nicht enttäuscht. Super toll. Sollte man auch immer dabei haben, finde ich. Passt auch zum Camping-Lifestyle und so zu unserem Camping-Lifestyle. Deshalb werde ich beim nächsten mobilen Fahrzeug schauen, dass da auch wirklich eine Anhängerkupplung ist. Was keine Anhängerkupplung ist, schaue ich mir auch nicht näher an, weil nochmal draufbauen, nochmal Extras und so weiter. Natürlich kommt das ein oder andere extra. Das macht jeder Wohnmobilist da draußen, habe ich schon gesehen. Jeder hat irgendwas, seine individuelle Note reingepackt in so ein Fahrzeug. Und finde ich aber auch gut. Aber wichtig ist natürlich, dass da eine Anhängerkupplung dran ist. So, meine Lieben, das war's jetzt auch. Ich wollte jetzt einfach ein bisschen auch, euch ein bisschen noch was erzählen, bis auf TÜV, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig mit dem Video. Ansonsten freue ich mich in der guten Woche, dass es dann losgeht nach Griechenland. Wie gesagt, er geht nochmal in die Werkstatt, dann holen wir ihn ab, dann wird der Grund gereinigt, innen picobello sauber gemacht. Wir haben alles schon rausgeräumt, der ist komplett leer, innen der Günni, außen nochmal richtig schön sauber gemacht. Und dann geht es auch schon los nach Griechenland. Wir freuen uns tierisch drauf. Und ganz wichtig, abonniert bitte diesen Kanal. Nicht nur anschauen, seid doch so gut, weil 93% unserer Zuschauer da draußen schauen sich einfach nur unsere Videos an, abonnieren aber nicht, liken nicht, sondern schauen es nur an und dann war es das auch schon. Seid doch so gut, damit auch meine Motivation hoch bleibt und der von der Tanja natürlich auch. Abonniert doch einfach mal, es kostet euch nichts und bereitet uns eine Riesenfreude und ist nochmal für uns nochmal so ein kleines Dankeschön eurerseits, dass wir eine gute Arbeit leisten, hoffentlich, und ein kleines Dankeschön von eurer Seite. Also es wäre echt toll, wenn ihr einfach mal abonniert, mehr müsst ihr ja nicht machen, und liken natürlich nur, wenn euch das Video auch gefallen hat, okay? Also ich danke euch und bis zum nächsten Mal, Camperfreaks. Ciao!